So Leute, ich hoffe, ihr seid bereit für ein piratenmäßiges Abenteuer hier in der Welt von Port Royal. Ganz genau, eine ganz neue Welt in Kingdom Hearts 2, die Welt vom Fluch der Karibik, die aufgrund ihres Aussehens nicht unbedingt so sehr in dieses Spiel passt, aber sie ist nun mal hier und deswegen landen wir dort jetzt auch mal. Arr, ihr Landratten! This place is kinda different. Something's up. Organization 13? On the hot list. Only one way to find out. So, da sind wir jetzt auf der Befestigungsanlage und hier gibt's gleich mal die Karte von Port Royal. So. Die Musik wiederum klingt hier allerdings ziemlich geil. So. Tagebuch wieder checken. Charaktere. Wir selber, warum kriegen die immer hier? Sora hier, als er im Port Royal ankam, konnte er seine Verwunderung über die Andersartigkeit dieses Ortes kaum verbergen. Ich sage, das passt einfach nicht hier rein. Die Andersartigkeit dieses Ortes. Ja, Goofy hat auch so gesagt, ist überhaupt was anderes. Ja, da haben sie schon recht. Als wir im Port Royal ankommen, vernehmen wir Lärm vom Hafen her. Gibt ziemlich viele Schätze, wie man hier sieht, verdammt viele Schatztruhen. Puzzleteile gibt es auch, 6 Stück. Ja, okay. So, mehr können wir hier im Moment eh noch nicht checken. Hier, gut. Was ist hier? Untersuchen. Im Falle eines Piratenangriffs zu benutzen. Commodore Norrington. Wer auch immer das sein soll. Da haben wir gleich mal ein Puzzleteil. Und noch eine Truhe. Zack. Finstersplitter. Und ein Herzteil. Das werden wir gleich mal an die richtige Stelle setzen. Wie viele Herzteile fehlen mir eigentlich noch? Ah, immer noch 2. Okay, das gehört natürlich dahin. So, 2 Teile hier von diesem Bild fehlen noch, dann hätten wir das endlich komplett. Die Frage ist, werde ich die in Port Royal finden oder anderswo? Hier haben wir nochmal eine Truhe. Mithril-Tropfen. So, was? Das kam von dort drüben. Okay, hier darf ich noch gar nicht lang. Na, denn nicht. Dann eben nicht. Dann gehen wir halt hier hin. Und ihr seht ja auch von den Farben her, es ist alles ein bisschen düster gehalten. Aztec treasury? Aye, and thanks to the curse put on it, we are neither among the living nor the dead. Really? 'Cause you look like regular pirates to me. Ah, but in the moonlight. Whoa, now I get what you were saying. Well, if you see 2 doofuses and a brat holding a keyblade, steer clear. They got a kind of magic that don't belong in this world, see? And nobody knows what it'll do to you. Especially when the moon's showing what you really are. A match for Barbossa, you say? Hey! See there? I knew it. Those are the punks I was telling you about. Who are you calling punks? It's Sora, Donald, and Goofy to you, and don't you forget it! That we won't, and we'll engrave it on your tombstone, to be sure. Whoa, I like your style. Man, half of you stay here and indulge these cullies. The rest, bring me that medallion. Aye! Aw, we only get to stomp on a few of you? It's
no use. We can't beat them. Aye, what do you expect? You best be saying your prayers. Hey, watch out! They can see you! Stay away from their magic! What for? Weren't you listening to me before? Hey, Pete, thanks for the tip. Die Sache ist noch nicht vorbei. Wenn Carlo hier ist, dann heißt das, es gibt Arbeit für uns. Genau. Und der Piratenkapitän sah auch recht gefährlich aus. Oh Mann, ich kann nur hoffen, der wird nicht zu einem Herzlosen. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir ja einen kleinen Segeltörn mit dem Piratenschiff machen. Ich mach nur Spaß. Diese Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, sie erwähnen was von einem Medaillon. Tja, wo Carlo auftaucht, ist immer Ärger. Der wollte wahrscheinlich einfach, ja, dem zu gedacht haben, gut, sie haben mich halt beim Fluss der Nostalgie besiegt, aber deswegen gebe ich noch nicht auf. Naja, jetzt ist er natürlich wieder hier. Und ja, wer Fluch der Karibik gesehen hat, zumindest den also das, was hier sich abspielt, basiert ja auf dem ersten Film. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile schon fünf? Ich glaube, es gibt schon fünf Filme von Fluch der Karibik. Ich glaube, es gibt schon fünf Filme. So, sie sind auf dem Weg in die Stadt. Ich dachte, ich kann die noch ein bisschen gucken. Kann ich nicht. Das Teil kriege ich eh noch nicht. Es war gerade so geil, die originale Erkennungsmelodie vom Fluch der Karibik, während wir gegen die Piraten kämpfen. Das ist geil. Dieses. Das hat so einen geilen Rhythmus. Na gut, dann gucken wir mal. Gehen wir mal in die Stadt. Where are you taking me? Let me go! Elizabeth! Stop! What are they? It's the Outlaws! Watch out! We'll deal with them. Go, take cover. Sehr beachtlich. Meine Fechtkünste sind ja auch nicht zu verachten. Aber mit solchen Gegnern hatte ich es bisher noch nie zu tun. Oh, denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freundin gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Würdet ihr mir helfen? Ja, aber sicher. Ich bin Sora. Und das sind Donald und Goofy. Ich bin William Turner, aber nennt mich Will. Okay, Will, wollen wir? Ja, unbedingt. Wir müssen schleunigst zu den Docks. William Turner also. Haben wir gerade getroffen. Ich bin ja nur gespannt, wann wir... Ihr wisst schon, wen treffen. Der ist natürlich auch irgendwo hier unterwegs. So, Zwiespaltteil. So, warte mal. Ich glaube, diese Kisten kann man... Ja, das kann man hier kaputt machen. Dann kann man hier schön durch. So, da ist noch ein Teilchen. Kriege ich das schon? Ja, Edge-Teil. So, I'm at the edge of glory und ich verhau die Herzlosen, wie es mir gerade gefällt. So, hier ist ja noch, also eine
Jetzt dachte ich, das ist dann auch ein Teil, aber es ist nur so eine doofe Laterne. Zack. Haben wir voll verarscht lassen. So, Mithril-Splitter. Weg mit der Scheiße hier. Und, oh. Der schießt hier auf mich. Oh, hin und wieder müssen wir das sogar kaputt machen, um ans Ruhen ranzukommen. Ein Abilitamin. So, ich guck mal hier noch so ein bisschen rum. Da haben wir zum Beispiel noch mal Herzlose. So. Ich weiß noch nicht, wann ich die Waisenform mal benutzen werde. Ich glaube, die bringt bei denen hier auch noch nicht so viel. Und was halt die Welt ein bisschen, unter Anführungsstrichen, nervig macht, ist, dass wir halt die Piraten wirklich nur dann besiegen können, wenn sie vom Mondlicht angescheint werden, weil sonst sind sie unverwundbar. Das ist ein bisschen doof. Wenn das Wetter nicht mitspielt. So, da, Alter. So, hier erstmal. Kapitän Barbossa. Fluch der Karibik, 2003. Alter, das ist echt schon so lange her. Der erste Film 2003, da war ich 13 Jahre alt. Heftig, deftig. Dass es schon so lange her ist. Der Kapitän der Black Pearl und Anführer der verfluchten Piraten. Der Fluch des Medaillons hält Captain Barbossa und seine Mannen in einem Schwebezustand zwischen Tod und Lebendig. Ihre wahre Gestalt zeigt sich nur im Mondlicht und der Anblick ist furchterregend. Kapitän Barbossa hat sich mit Carlo zusammengetan, um etwas Bestimmtes zu suchen. Da fragt sich nur was. So, hier, das ist auch so dumm. Verwunschener Pirat A. Ein Pirat, der vom Aztekenstaat verflucht wurde. Mondlicht ist ein Anblick furchterregend. Naja, sieht so auch nicht viel besser aus. Dann verwunschener Pirat B. Im Mondlicht wird er zum Skelett, dem Zauberangriffe ausgesprochen Schaden. Ach so. Die sind doch sehr anfällig gegen Magie. Und verwunschener Pirat C. Er und Kapitän Barbossa suchen etwas, das diesen Fluch beenden kann. So, Carlo wieder mal. Jetzt hat sich Carlo mit Kapitän Barbossa und seinen rauen Männern zusammengetan. Er führt Böses im Schilde. So viel steht fest. Oh mein Gott, es ist Böses im Busch. Es ist Böses im Busch. So, dann haben wir hier noch Will Turner. Ein sehr talentierter Schwertschmied. Als Junge wurde der schiffbrüchige Will gerettet, nachdem Piraten sein Schiff in Brand gesetzt hatten und er über Bord ging. Zeitgleich mit seiner Rettung war das Piratenmedaillon, das ihm sein Vater geschenkt hatte, verschwunden. Die junge Elizabeth Swan war an Bord des Schiffs, das Will gerettet hat, und seitdem sind die beiden Freunde. Da aber Elizabeths Vater der Gouverneur von Port Royal ist, benimmt sich Will in ihrer Nähe etwas schüchtern und förmlich. Oh, okay. Und da haben wir Elizabeth Swan. Ja, ganz schön hübsch. Tochter des Gouverneurs von Port Royal. Um Will zu beschützen, versteckte sie sein Piratenmedaillon vor dem Vater und seinen Mannen. Von romantischen Vorstellungen vom Piratenleben verführt, wagt sie hin und wieder einen kleinen Blick auf das Medaillon. Will verhält sich aufgrund der Stellung von Elisabeths Vater in der Regierung als schüchtern und förmlich. Ihr wäre es anders lieber. Okay, so eine ist sie also. Wir verfolgen die Piraten, bla bla bla. Okay, okay. Was zum... Was ist denn noch? Herzlos, ach so, ja klar, neue Herzlos. Gibt es die Böllerbolzen, haben mich da gerade vorne angegriffen, diese Mistviecher. Er schießt seine Geschosse aus großer Entfernung ab, es empfiehlt sich also, den Böllerbolzen sofort Einhalt zu gebieten. Vermeide es mal, Angriffs, dich in potenziellen Beschusszonen aufzuhalten. Er versucht zu fliehen, wenn du dich ihm näherst, lass dich nicht abhängen. So, müssen wir noch ganz kurz gucken. Zwiespalt. Ah, okay, das gehört hier hin. Da fehlen auch noch ein paar Teile. Das hier ist auch nicht ganz richtig. Oder warte mal, oder kann das sein, dass das... Ja, eigentlich müsste das ja so sein. Und das... gehört eventuell dann dahin? Oder vielleicht auch andersrum? Ich weiß es nicht genau. Egal, da fehlen ja sowieso noch einige Teile. Und bei Edge habe ich gerade mal zwei. So, da erkennt man Mickey. Da ist Goofy. Da fehlt auch noch sehr viel. So, jetzt aber. Naja, dann bietet sich bei den Piraten ja hin und wieder doch mal die Waisenform an. Sollte ich wirklich mal benutzen. Vor allem muss ich die ja auch bei Zeit mal leveln. So, aber wie gesagt, bei den Herzlosen benutze ich die mal lieber nicht. So, Alter, da ist ja schon so ein Spacko. Ah. So, ah, super Angriffskraft und AP erhöht von Donald. Hat auch ein Level-Up bekommen, sehr gut. Goofy vorhin ja auch. We're too late. Huh? Those pirates kidnapped my swan and took her to their ship. Now they've sailed, and I'll never be able to find her. Then she's long gone. The Black Pearl is nigh uncatchable. Best find yourself another girl, mate. You! What are you doing aboard the Interceptor? She's off limits to civilians. Ah, fortunate that I'm going to commandeer her then. She'll make a fine pirate ship. A pirate? Captain,
Jack Sparrow, if you please. Take me with you. Help me hunt down the Black Pearl and save Miss Swan. I got you out of that jail cell, Sparrow. Do this, and your debt's repaid. You'll have to win Fair Lady's heart alone, mate. I see no profit in it for me. Come on, Captain. Are you sure you can sail her? All on your own? You've a point there. Thanks, Sparrow. Captain Sparrow. I'm Sora. This is Donald and Goofy. I'm Will Turner. That will be short for William, I imagine. No doubt named for your father, eh? Yes. Well then, Mr. Turner, you get us ready to make way. I have some effects to liberate. Aye, aye. But hurry! Naturally. Sora! You really want to be a pirate? Of course not. What do you make of this Will? I don't know. We just met him. I think my luck's about to change. So, geile Sache, Gefährten wurden ausgetauscht. In die Gruppe kommt jetzt tatsächlich Captain Jack Sparrow. Gut, und da ich halt hier, ja, ich sollte dann, damit ich natürlich die Weisen von nutzen kann, wird sich Goofy diesmal eine Auszeit gönnen. Dann ist das schon okay so. Gleich mal gucken, Abilities, was kann denn Sparrow so alles? Kein Erbarmen, für diese Attacke gibt es keinen Kommen. Regensturm wirft kontinuierlich Waffen auf das Ziel. Bombenleger wirft kontinuierlich Bomben auf das Ziel. Schatzinsel mit dem Kommando Limit und können Captain Sparrow und Sora gemeinsame Attacke Bluff auslösen. Verbraucht Sora komplett einen MP-Vorrat, wie so immer. Dann, der Typ hat dreimal Charmeur, einen Glücksboost und einen Itemboost. Gut, Defender Shield geht sich natürlich so nicht aus. Wir können natürlich einen Charmeur ruhig wegnehmen und ihm dafür lieber den Defender Shield geben. Erhöht die Abwehrkraft in kritischen Situationen, der Wert 3, das ist, glaube ich, irgendwie besser. So. Alter, der Typ ist auch ziemlich groß. Naja, gut, ich meine, der ist ein Erwachsener wie nicht. So, Captain Jack Sparrow. Wie er aussieht. Ein Pirat, der die Meere besiegelt, der besitzt eine schillernde Persönlichkeit, in der Tat, und schätzt seine Freiheit über alles. Er behauptet, ein Kapitän zu sein, hat aber keine Mannschaft. Jack wurde in Port Royal verhaftet und ins Gefängnis geworfen, aber Will Turner verhalf ihm bei seinem Piratenangriff zur Flucht. Jack erweckte den Eindruck, als wüsste er etwas über Wills Namen. Kann ganz gut sein. Er benimmt sich halt ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Nicht so piraten-like, wie man es vielleicht erwarten würde. Okay. Alles klar. Wir müssen uns beeilen und Miss Swan retten. Seid ihr bereit zum Auslaufen? Wir sind noch nicht so weit. Komm. Ich glaube, das mache ich im nächsten Part. Ich glaube, der Part wird sonst zu lang. Warte mal, kann ich hier... Achso. Ey, cool. Seht ihr das Ding? Wenn ich hier nochmal kämpfe, dann kann ich dieses riesige Ding hier ganz schön an den Kopf knallen. Ich meine... Man sieht ja alleine schon, wie er sich bewegt und wie er redet, dass er so ein bisschen vom anderen Ufer ist, glaube ich. Sieht so aus, als hätte Barbossa ganz schön gewütet in der Stadt. Wie auch immer, ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ist das so, Captain? Der Pirat, der vorhin mit Carlo geredet hat, heißt offensichtlich Barbossa. Es heißt, er macht von nichts Halt, um zu bekommen, was er will. Was das wohl sein könnte? Titten. Will ist ein Schmied und dieses Mädchen, das entführt wurde, ist die Tochter eines sehr wichtigen Kunden. Wenn ihr mich fragt, er hat mehr von einem Schwertkämpfer als von einem Schmied. Ja, wie ein Schmied sieht er mir wirklich nicht aus, ganz ehrlich. So, können wir hier eigentlich Befestigungsseite, können wir wieder zurück? Wir können. Und wir werden, denn hier möchte ich gerne speichern und mal den Part beenden. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, wenn wir da jetzt... Was steht da? Ein Symbol für Frieden und Wohlstand in Port Royal? Das Ding da? Was ist das überhaupt? Ist das so eine... Ach so, das ist einfach nur eine Glocke. Ich glaube, hier ist es sowieso immer Nacht, weil sonst wäre ein bisschen blöd, die Piraten zu bekämpfen. Was machen die eigentlich tagsüber? Kann man da überhaupt gegen die... Nee. Also in der Welt ist es eigentlich immer Nacht. Wegen der Story, sonst wäre das ein bisschen strange. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir sperren. Und überschreiben mal das hier. So. Passt. Alles klar. Portreal, Befestigungsanlage. Weiß nicht, wie lange ich hier sein werde in dieser Welt. Wird schon ein Weilchen dauern, bis wir die Piraten besiegt haben. Aber, ja. Und wie gesagt, dann werde ich halt doch gucken müssen, dass ich die... Man, gut, jetzt geht es natürlich nicht, weil wir nicht in einem Kampf sind, aber sonst die...
Triogramm und so weiter. Limit Drive. So. Gut. Wie sieht es überhaupt nochmal kurz aus mit den Werten? Sora braucht über 1400 fürs nächste Level ab. Ja, Weisenform ist noch Level 1. So, Rufen habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt, weil Hühnchenhühner ist nicht so der Bringer. Sparrow, der ist schon Level 21. Donald und Goofy hatten ja beide ersten Level Up vor kurzem. Donald hat ein AP dazugekriegt. Was bringt ihm das? Das bringt ihm, glaube ich, gar nichts, oder? Hat der überhaupt irgendeine Ability übrig? Naja, Phantasie hätte er. Und gut, Autolimit ist Quatsch. Situationskommando automatisch auf ein Limit muss setzen, das fand ich nie so wirklich toll. Und so könnte ich halt Limit Komet auslösen. Feuer. Ja, ich könnte natürlich Donald Feuer wegmachen, dass er nur Donald Blitz macht. Und dann könnte ich ihm Phantasie schon geben. Ja, dann machen wir das ausnahmsweise mal so. Dann ist das okay. Also Leute, bis zum nächsten Mal wieder in Port Royal. Dann verfolgen wir die Piraten. Bis dann. Tschüss.